747, like to start engines on NASA RAM. NASA 747 Heavy, engine start approved. Thanks for the heads up. NASA 747 Heavy, Palmdale Ground, runway 25, taxi via Sierra, Echo Papa. Hold short, runway 22 at Sierra. Hold 22 Sierra, NASA 747. NASA 747 Heavy on departure, turn right, heading 070, climb and maintain 7000. 7000 on departure, NASA 747. NASA 747 Heavy, runway 25, wind 220 at 10, clear for takeoff. Yep, on 25, NASA 747, and we'll be in position for about another minute. On the roll. Roger. Wie überall auf der Welt werden auch hier im südlichen Kalifornien nach Einbruch der Dämmerung die ersten Sterne am Himmel sichtbar. Sie erscheinen uns als weiß glänzende Punkte am Firmament. Einige von ihnen strahlen heller, andere schwächer. Frühere Kulturen glaubten, dass es sich um winzige Öffnungen in der kristallenen Himmelssphäre handelt, durch die das kosmische Licht zu uns strahlt.
Mit zunehmender Dunkelheit erscheinen immer mehr Sterne. Wie kleine Diamanten in einem tiefblauen Schatzkästchen wirken diese glänzenden Lichtpunkte. Tausende von ihnen sind schon mit bloßem Auge am Himmel sichtbar. Wie viele mehr mag es wohl geben in den Tiefen des Weltalls? Woher kommen die Sterne? Wo werden sie geboren? Wie verläuft ihr Leben? Wir staunen über ihre scheinbar endlose Anzahl, ihre unterschiedlichen Helligkeiten, über ihre Farben und wir befinden uns mitten in diesem Sternenreigen. Alle von der Erde aus sichtbaren Sterne befinden sich in der Milchstraße. Ihr schimmerndes Band spannt sich über unser Firmament. Dies ist unsere kosmische Heimat, unsere Galaxie. Die Milchstraße mit ihren 200 Milliarden Sternen. In ihrem Band entdecken wir schon mit einfachen Fernrohren zahlreiche Nebel. Auf Fotografien werden ihre prächtigen Formen und Farben sichtbar. Wir sehen schimmernde Wolken aus Wasserstoff, dem Grundbaustein der Sterne. Wir sehen, wie sich der Wasserstoff an manchen Stellen verdichtet. Und dort, wo sich interstellares Gas und Staub konzentrieren, erheben sich dunkle Säulen als Silhouette vor dem Hintergrund der Nebel. Wir wissen heute, dass sich der Prozess der Entstehung junger Sterne im Inneren dieser dunklen Gebilde abspielt. Auch unsere Sonne, die Planeten unseres Sonnensystems und mit ihnen unsere Erde müssen einst an einem solchen Ort entstanden sein. Aber die spannendsten Stellen bleiben uns verborgen. Denn das Licht, das die jungen Sterne in den Kosmos strahlen, wird von den Gaswolken gleich wieder verschluckt. Das Universum verhüllt seine interessantesten Orte.
Die 20 Meter hohen Tore des NASA-Gebäudes 703 öffnen sich und geben den Blick in einen gigantischen Hangar frei. Auf einer Fläche von 4 Fußballfeldern finden ein halbes Dutzend Flugzeuge Platz. Eines davon ist eine umgebaute Boeing 747-SP. Früher beförderte sie regelmäßig Passagiere von Los Angeles nach Australien und Fernost. Heute dient sie der Wissenschaft. Zahlreiche Techniker und Wissenschaftler sind damit beschäftigt, das Flugzeug auf seine nächtliche Mission vorzubereiten. Die Rumpflänge einer Boeing 747-SP ist im Vergleich zu der eines normalen Jumbojets gekürzt. Dadurch ergibt sich eine Gewichtsersparnis, die diesem Flugzeugtyp eine größere Reichweite ermöglicht. Die Abkürzung SP steht deshalb für Special Performance. Dies gibt ihr das charakteristische Aussehen. Hinter den Tragflächen sehen wir ein über 4 Meter breites Tor im Rumpf des Fliegers. Dahinter verbirgt sich ein hochsensibles Teleskop mit einem Gewicht von über 17 Tonnen und einem Hauptspiegel von über 2 Metern Durchmesser. Das Flugzeug ist ein fliegendes Observatorium. Sein Name? SOFIA. Die Abkürzung für Stratosphären-Observatorium für Infrarotastronomie. SOFIA ist ein Gemeinschaftsprojekt der amerikanischen NASA und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, kurz DLR. Das SOFIA-Institut in Stuttgart betreut das Projekt von deutscher Seite aus. SOFIA unterscheidet sich in vielfacher Hinsicht von anderen Flugzeugen. Die Sitzreihen für die Flugpassagiere wurden gegen Computerterminals und Arbeitsplätze ausgetauscht. Während bei einem Personenflugzeug vor dem Start alles für den Komfort der Passagiere vorbereitet wird, sind hier Techniker damit beschäftigt, für die Kühlung der hochsensiblen wissenschaftlichen Instrumente zu sorgen. Dazu verwenden sie flüssiges Helium mit einer Temperatur von minus 270 Grad Celsius. Rund 2 Stunden vor dem Start trifft sich die Crew. Ein letztes Mal besprechen die Piloten, Techniker und Wissenschaftler ihre Mission. Ein letztes Mal werden Flugplan und Wetterbericht kontrolliert. Einige Stunden vor dem Start wird SOFIA aus dem Hangar gebracht.
Die Sterne senden uns ihr Licht aus den Tiefen des Kosmos. Mit unserem bloßen Auge erkennen wir das Band der Milchstraße inmitten eines tiefschwarzen Ozeans. Vieles von dem, was uns an Strahlung aus dem Universum erreicht, können wir jedoch nicht sehen. Satelliten und spezielle Kameras machen diese für uns sichtbar. Röntgensatelliten zeigen uns besonders heiße Bereiche unserer Milchstraße. Wir sehen, dass unsere Milchstraße von heißem Gas umgeben ist. Sehr kalte Bereiche der Milchstraße offenbaren sich dagegen im Bereich der Mikrowellenstrahlung. Wir sehen, wie Wasserstoff, der Grundbaustein aller Sterne, das Universum durchzieht. Im Bereich der Mikrowellenstrahlung wird er für uns auch dort sichtbar, wo er noch viel zu kalt ist, um im sichtbaren Licht zu leuchten. Und Kameras, die uns den Kosmos im Bereich der Infrarotstrahlung abbilden, sind in der Lage, durch interstellare Nebel hindurchzuschauen. Sie zeigen uns die Geburtsstätten junger Sterne. Die Atmosphäre der Erde schützt uns vor vielen Arten dieser kosmischen Strahlung. Weder Röntgenstrahlung noch Mikrowellenstrahlung erreichen die Oberfläche der Erde. Nur Radiowellen und das für uns sichtbare Licht können die Erdatmosphäre ungehindert durchqueren. Innerhalb der Atmosphäre dringt Infrarotstrahlung nur bis in eine Höhe von 13 bis 15 Kilometern über dem Erdboden vor, bevor sie vom Wasserdampf in den unteren Atmosphärenschichten absorbiert wird. Teleskope auf der Oberfläche der Erde sind nicht in der Lage, das zu sehen, was sich uns im Bereich der Infrarotstrahlung offenbart. Seit Jahrzehnten schauen deshalb Satelliten außerhalb der Erdatmosphäre in die Tiefen des Alls, um den Astronomen einen neuen Blick in das Universum zu ermöglichen. Infrarotkameras jedoch müssen mit Hilfe von flüssigem Helium extrem gekühlt werden, da ihre eigene Wärmestrahlung die astronomischen Bilder sonst ruinieren würde. Das für die Kühlung notwendige Helium verbraucht sich jedoch sehr schnell und schon nach kurzer Betriebsdauer müssen die Satelliten ihren Dienst einstellen. Ein Infrarotteleskop, eingebaut in ein spezielles Flugzeug, kann dagegen regelmäßig mit frischem Kühlmittel und den neuesten Instrumenten ausgestattet werden. Auf 13 bis 15 Kilometern Flughöhe liegen zudem mehr als 95% des atmosphärischen Wasserdampfs unterhalb von Flugzeug und Teleskop. Es herrschen ideale Bedingungen für astronomische Messungen. Wir befinden uns in der Stratosphäre. Hier ist die Luft 5-mal dünner als auf Meereshöhe. Gewöhnliche Verkehrsflugzeuge wagen sich nicht in diese Höhe vor. Zahlreiche Versuche im Windkanal waren notwendig, um sicherzugehen, dass Sophia mit geöffnetem Tor noch ausreichend Auftrieb erzeugen und sicher und stabil fliegen kann. Die Materialien, aus denen das empfindliche Teleskop konstruiert wurde, müssen zudem nach dem Start einen Temperatursturz von bis zu 100 Grad Celsius überstehen, ohne dass sie sich dabei verformen. Selbst in dieser Höhe kommt es zu Turbulenzen. Kleinste Erschütterungen, Luftunruhen oder Kurskorrekturen würden die hochpräzisen Instrumente so sehr stören, dass die Aufnahmen unbrauchbar werden. Für die Wissenschaftler wäre nicht nur wertvolle Beobachtungszeit verloren, sondern oftmals auch monatelange Vorbereitung und Wartezeit.
Ein komplexes Zusammenspiel aus Mechanik und Elektronik hält das Teleskop jedoch stabil und perfekt ausgerichtet auf das astronomische Beobachtungsobjekt. Dieser eindrucksvolle Tanz, den das Teleskop während einer Beobachtung vollführt, lässt sich am besten aus der Kabine beobachten. Die Messinstrumente und Kameras befinden sich innerhalb des Druckschottes, sind aber fest mit dem Teleskop auf der anderen Seite verbunden. Jede Bewegung des Teleskops, jede kleinste Erschütterung ist hier sichtbar. Es sieht so aus, als würde das Teleskop zittern und wackeln. Doch in Wirklichkeit steht es still. Es ist das Flugzeug, welches sich um das Teleskop herum bewegt. Damit dieses Kunststück gelingt, waren jahrelange Forschungen und viele tausende Ingenieurstunden erforderlich. Entwickelt und gebaut wurde das Teleskop in Deutschland von den Unternehmen MAN Technologie und Kaiser Trede. Während die NASA für den Betrieb des Flugzeuges zuständig ist, obliegen den deutschen Projektbeteiligten die Wartung und der Betrieb des Teleskops. Deshalb sind bei den Flügen Techniker des deutschen SOFIA-Instituts mit an Bord, die das Teleskop überwachen und steuern. Während eines 10-stündigen Beobachtungsfluges kann so einiges schiefgehen. Auftretende Probleme müssen während des Fluges direkt an Bord behoben werden, denn jede Minute Beobachtungszeit ist kostbar. Und so herrscht an Bord der SOFIA eine gespannte und hochkonzentrierte Atmosphäre. Jeder nächtliche Flug wurde über Monate im Voraus minutiös geplant. Das Teleskop blickt in Richtung Backbord, also in Flugrichtung nach links aus dem Rumpf des Flugzeuges. Möchte die Crew der SOFIA einen bestimmten Stern am Himmel untersuchen, so muss sie in einem Winkel von 90 Grad zu ihm fliegen. Durch die Rotation der Erde und die Bewegung des Flugzeuges selbst verschiebt sich die Beobachtungsrichtung. Die Crew der SOFIA muss deshalb ständig ihren Kurs korrigieren, um den Stern im Blickfeld des Teleskops zu halten. Von oben betrachtet fliegt die SOFIA deshalb keine Gerade, sondern immer einen leichten Bogen. Sobald ein neues Objekt ausgewählt wird, muss SOFIA ihre Flugrichtung ändern. Während eines Fluges werden auf diese Art meist mehrere verschiedene Beobachtungen durchgeführt. Die Besonderheit der Missionsplanung besteht nun darin, einen so ausgewogenen Flugplan zu entwickeln, dass dieser am Ende des 10-stündigen Fluges wieder zurück nach Palmdale führt, ohne dass kostbare Beobachtungszeit verloren geht. Die Überwachung und korrekte Ausführung dieses Plans liegt in den Händen des Mission Directors. Über Sprechfunk ist er mit jedem an Bord in Kontakt. Er ist zu jeder Zeit über den Status des Teleskops informiert, gibt Kurskorrekturen an die Piloten und bespricht sich mit den Technikern an Bord. Neben dem Mission Director und seinem Stellvertreter besteht die Crew der SOFIA aus 2 Piloten und einem Bordingenieur im Cockpit. 2 Sicherheitstechnikern, welche für spezielle Notfälle ausgebildet sind. 3 Operator, die für die korrekte Ausrichtung sowie den störungsfreien Betrieb des Teleskops zuständig sind. 3 Techniker, die für die Kamera und Messinstrumente zuständig sind. Sie stehen im ständigen Kontakt mit den mitreisenden Wissenschaftlern, die bereits an Bord erste Auswertungen der Daten vornehmen. Hier zeigt sich ein weiterer Vorteil von SOFIA. Im direkten Austausch mit den Technikern können hier die Messungen optimiert und verfeinert werden. So wird die wertvolle Beobachtungszeit optimal genutzt.
Auf vielen Forschungsflügen wird die Crew durch Gäste ergänzt. So sind von Zeit zu Zeit Lehrer, Journalisten oder auch Politiker mit an Bord. An speziellen Computerterminals können Sie den Flug mitverfolgen und live miterleben, wenn fremde Planeten, kosmische Gaswolken, schwarze Löcher oder ferne Galaxien untersucht werden. Auf besonders anspruchsvollen oder kritischen Missionen sind weitere Techniker und Spezialisten an Bord von SOFIA. So zum Beispiel in der Nacht des 30. Juni 2015. In jener Nacht bedeckte der Zwergplanet Pluto von der Erde aus betrachtet einen weit dahinterliegenden Stern im Sternbild Schütze. Diese Bedeckung war auf der Erde jedoch nur innerhalb eines sehr kleinen Bereiches im südlichen Pazifik zu sehen und auch dort nur für wenige Sekunden. Würde es SOFIA mit Hilfe ihrer Instrumente gelingen, diese Sternbedeckung zu beobachten, so wäre es den Wissenschaftlern möglich herauszufinden, ob Pluto eine Atmosphäre besitzt und wie diese aufgebaut ist. Doch die Mission kann nur erfolgreich sein, wenn sich SOFIA genau zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort befindet. Doch während des Fluges wurden Berechnungen durchgeführt und Kurskorrekturen vorgenommen. Die Spannung unter den beteiligten Wissenschaftlern war groß, da die Beobachtung von keinem anderen Teleskop aus möglich war. Alles hing davon ab, dass die Berechnungen korrekt waren und die Technik an Bord von SOFIA funktioniert. Und tatsächlich, Plutos Schatten fiel auf das Teleskop und wurde von ihren Messgeräten erfasst. Aus den Beobachtungen konnten die Wissenschaftler schließen, dass Pluto tatsächlich über eine Atmosphäre und sogar über Wolken verfügt. Einige Zeit später konnte dies beim Vorbeiflug der Raumsonde New Horizons eindrucksvoll bestätigt werden. Dabei waren es die Daten von SOFIA, die wesentlich dazu beigetragen haben, die Aufnahme dieser sensationellen Fotos vorzubereiten. Die Messinstrumente von SOFIA dagegen generieren hauptsächlich lange komplexe Zahlenreihen, Kurven und Diagramme. Erst spezielle Computerprogramme mit ausgefeilten Algorithmen erzeugen daraus für uns sichtbare Bilder. Im direkten Vergleich mit den Aufnahmen von konventionellen Teleskopen wirken sie auf den ersten Blick unscheinbar. Doch zeigen sie Dinge, die sonst verborgen bleiben. So sind die Instrumente der SOFIA in der Lage, kosmische Magnetfelder zu vermessen und sichtbar zu machen. Wir sind gerade erst dabei zu verstehen, wie diese Magnetfelder den Aufbau des Universums mitbestimmen, wie sie Nebel- und Sternentstehungen beeinflussen. SOFIA öffnet uns hier ein neues Fenster, einen neuen Blick auf unsere Welt. Einen Blick, der uns bisher verborgen war. Wir leben in einem gigantischen Universum, in einem fantastischen Universum. Noch immer hält es viele Rätsel für uns bereit. Doch dank SOFIA verstehen wir den Kosmos um uns herum ein wenig besser. Interstellare Wolken aus Gas und Staub verhüllen die Geburtsstätten der Sterne. Im sichtbaren Licht sehen wir nicht viel mehr als einen Vorhang aus rätselhaften, dunklen Strukturen. Doch SOFIA beobachtet das Universum im Bereich der Infrarotstrahlung. Diese Strahlung durchdringt jene Mauer aus Gas und Staub. Sie überbringt uns Informationen aus den unbekannten Regionen des Universums. Und so wird sichtbar, was lange verborgen blieb. Dank SOFIA werden wir Zeugen eines für uns so wichtigen Vorgangs, der Geburt neuer Sterne und Planeten.
Wir sehen Wolken aus Wasserstoff mit einem Durchmesser von mehreren Lichtjahren. Unter ihrer eigenen Schwerkraft fallen diese immer weiter in sich zusammen. Erst langsam, dann immer schneller. Bei diesem Zusammenfall entsteht Wärme, viel zu wenig noch, um die Wolken im sichtbaren Licht erleuchten zu lassen. Im Bereich der Mikrowellen und Infrarotstrahlung aber erscheinen uns diese Wolken schon als helle Gebilde. Während das Gas und der Staub immer weiter in sich zusammenfallen, beginnt sich die Wolke zu drehen und abzuflachen. Eine protoplanetare Scheibe hat sich gebildet, der Fötus eines jungen Planetensystems. Unsichtbare Kräfte sind hier am Werk. Die Schwerkraft verdichtet das Gas immer stärker. Die Drehung der Scheibe wirkt dem Kollaps entgegen. Noch ist alles fragil. Noch genügt die kleinste Störung, um das Werk von Jahrmillionen zu zerstören. Die Begegnung mit einem nahen Stern oder einer anderen Scheibe würde alles zunichte machen. Magnetfelder durchziehen die Scheibe. Die Instrumente an Bord der Sophia sind in der Lage, auch diese für uns sichtbar zu machen. Nach den gängigen Modellen der Astrophysik würden in den Gaswolken zwar viele kleine, aber keine großen Sterne entstehen. Sind es die in den Gaswolken eingeschlossenen Magnetfelder, die im Sternentstehungsprozess auch die Bildung massereicherer Sterne ermöglichen? Dort, wo sich die protoplanetare Scheibe ungestört immer weiter verdichten kann, erreichen Druck und Temperatur in ihrem Zentrum irgendwann einen kritischen Wert. Auf den Wasserstoff wirken dort so starke Kräfte, dass er beginnt, zu Helium zu verschmelzen. Dabei werden unvorstellbare Mengen an Energie freigesetzt. Ein neuer Stern ist entstanden, umrundet von den Überresten seiner Geburt. Wir beobachten die Geburt von Riesensternen. Aufgrund ihrer extremen Temperatur leuchten sie bläulich, vor allem im Bereich der ultravioletten Strahlung. Ihren Wasserstoff fusionieren sie so schnell, dass sie bereits nach einigen Jahrmillionen wieder vergehen. Das Leben hätte kaum Zeit, sich auf einem Planeten um einen solchen Stern zu entwickeln. Durch Sophia haben wir beobachtet, wie die extreme Strahlung dieser Giganten die Entstehung weiterer Sterne und Planeten in ihrer Umgebung stört und unmöglich macht. Wir sehen die Entstehung von kleinen roten Zwergsternen, die über viele Jahrmilliarden hinweg strahlen. Ihr Licht ist so schwach, dass es einem Planeten kaum Wärme spendet. In vielen Scheiben bilden sich Doppelsterne. Können auch hier Planeten wie unsere Erde entstehen? Eine junge Sonne erstrahlt in einer Scheibe aus Gas, Staub und Gestein. Die Strahlung des Sterns fegt die innersten Bereiche der Scheibe nahezu leer. In den äußeren Bereichen erkennen wir bereits einige Jahrmillionen später Lücken, in denen Gasriesen ihre Bahnen ziehen. Nur in großer Entfernung zum Stern konnten sich für die Entstehung dieser Planeten genügend leichte Gase sammeln. Irgendwo dort draußen muss auch das Wasser entstanden sein. Weiter innen wäre die Strahlung des Sterns dafür zu stark. Nur schwerere Elemente wie Eisen, Silizium oder Kohlenstoff konnten sich in den inneren und scheinbar leeren Bereichen um den Stern halten. Langsam, aber stetig erwachsen daraus kleinere Gesteinsplaneten.
Einschläge von Kometen aus den äußeren Bereichen des Systems bringen das Wasser auf die inneren Planeten. Auf einem dieser Planeten herrschen ideale Temperaturen, sodass es in flüssiger Form existieren kann. An seinem Himmel erstrahlt eine große Anzahl heller Sterne. Über hunderte von Jahrmillionen entfernen sie sich voneinander, bilden einen immer lockerer werdenden Sternhaufen, bis sie schließlich ihre eigenen Wege gehen. Ist dies auch unsere eigene Geschichte?